Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu den Simpsons. Ja, es geht mal wieder weiter und wir lauschen als allererstes mal, würde ich mal sagen, den gefräßigen Vielfraß, ja. Wir beobachten ihn einfach mal ganz gespannt, was da jetzt passiert, was er da so in der Küche macht. Die ist ja abgesperrt. Sollte man wohl nicht betreten. Beißige Tiere, so nach dem Motto, ne? Schön, wie asynchron das ist. Perfekt, also besser hätte man das nicht machen können. Er macht das jetzt die ganze Zeit, Leute, das müsst ihr euch mal geben. Und irgendwie ist es ein bisschen strange, aber sonst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören könnt. Ich erwähne das jedes Mal, aber ich habe es jetzt endlich hinbekommen. Ich habe es jetzt endlich hinbekommen, dass sich das Mikrofon auch wie ein Mikrofon anhört, ja? Also die Aufnahmen davor, alle können da total vergessen. Ich würde das jetzt am liebsten alles wieder löschen, weil, ne, wenn man aus Fehlern lernt, wenn man dann im Grunde genommen dann später, ja, alles passt, die Qualität ist mega gut und dann hat man da irgendwie 15 Scheißparts hochgeladen, wo die Qualität kacke ist, also die Mikrofonqualität. Aber ich lasse ja mal oben, mache ich ja immer so. Weil man kann mich da verstehen, also es geht auf jeden Fall, die Qualität ist jetzt nicht die beste, aber ich habe einfach nur alles in die Mitte geschoben, also ich habe hier mein kleines Mischpult und ich hatte tatsächlich immer zwei in der Mitte, also ich habe die Hälfte von der Mitte gehabt und das habe ich immer zwei runtergezogen und dann war das im Grunde genommen dann auch mal leiser und das Problem ist, ich habe halt alle mal in die Mitte gezogen, da war es extrem laut und dann habe ich einfach die Maximallautstärke leiser gestellt und jetzt hört sich das so an. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt monatelang gebraucht habe, um auf die Idee mal zu kommen, machst du das mal? Keine Ahnung, aber jetzt gibt's wieder bessere Let's Plays, mit besserer Qualität auf jeden Fall. Wo man auch sagen kann, ja, das Mikrofon ist geil, ne? So, nach dem Motto. Security cameras, mysterious vans, crop circles. There's got to be a connection. Maybe the police know something. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Ich hoffe, dieses Mal haben wir keine Hänger. Dieses Mal leckt es nicht, aber es geht schneller. Die Ladezeiten gehen auf jeden Fall schneller. Ich denke mal, wir werden keine Schwierigkeit haben. Ich weiß nicht, was letztes Mal los war. So, zurück zum Spiel. Wir spielen March. Ja. Wir haben das Spiel noch lange nicht durch. Ich glaube, danach kommen noch sehr viele. Also nicht mehr so viele, aber es kommen noch was. Und ja, unsere allererste Aufgabe mit March wäre, finde den Typ hier. Also den Polizisten. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen sage ich es am besten erst gar nicht. Und wir müssen Donuts, wir müssen seine Donuts einsammeln, finden. Das ist ja mal... Ja, nö. 0815 Mission, ja. Nichts Besonderes, aber muss man mal gemacht haben, so nach dem Motto. Wie sag ich eigentlich, also nach dem Motto, bin ich blöd. So, geil. Hier steht schon unsere Karre bereit. Wir sollten immer schön... Oh. Oh, die Mission hat schon begonnen. Ich dachte, erst wenn ich ins Auto einsteige. Oh, scheiße. Okay, jetzt beeile ich mich, ne? Also ich wollte erstmal ein bisschen was nochmal erklären, ein bisschen hier rumrennen, aber ich muss mich echt beeilen. Oh Gott, das ist schon auf weniger als die Hälfte. Wo ist denn der? Ach, der düster lang. Ach, wir müssen den verfolgen. Der lässt jetzt wahrscheinlich Donuts fallen, ne? Kann das sein? Oh Gott, was ist denn das jetzt? Es kann doch nicht wahr sein. Es fängt schon mal gut an hier, ne? Also, klasse, wirklich. Oh, das ist so geil. Das ist einfach... Das ist so geil, wie das schon anfängt, Leute. Aber ich... Habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. So, aber schnell rein. So, da fährt er lang. Jetzt ganz schnell ihm nach. Oh, er fährt einfach arme Personen um. Ja, er ist eigentlich Polizist. Oh, ich bin durchs Auto geglitscht, geil. Er ist Polizist, aber er hält sich nicht an die Straßenverkehrsordnung. Nein. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall, müssen wir gegen ankämpfen. Warte, da stoppt da. Da hat er gerade verkackt gehabt. Oh, und ich auch beinahe. Oh, das ist sehr knapp hier. Genau. Ach, wir mussten den nur verfolgen. So, dann reden wir mit dir. Ich brauche dich, um herauszufinden, was Bart passiert ist. Könntest du mir zeigen, wo der Crop-Circle ist? Es muss eine Clue zu kurieren Bart geben. Ha, das ist süß. Ich würde helfen, aber ich habe Zucker-Withdrawal real bad.
The donut store is closed, and I got a monkey on my back screaming for Crawler. Oh, he's screaming. Okay. Hit the donut truck and... Ja, okay, wir müssen den Donut Truck rammen. Ach, da fährt er auch schon. Meine Güte hier, was ist denn... Die kommen ja alle wie aus dem Nichts angeschossen. Leute, das ist ja... Was ist das denn hier, ne? So, aber eben gerade noch voll den Karacho, ne? Hat ordentlich auf die Tube gedrückt. Der Polizist. Ja, arme Menschen hat er umgefahren. Nicht aufgepasst. So, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich denke mal schon, ich muss einfach die ganze Zeit den Donutwagen rammen. Ich denke mal, ich muss danach nochmal zurück. Das heißt, ich muss mich echt ranhalten. Umso weiter der wegfährt und umso länger ich brauche, umso schwerer wird es dann im Grunde genommen später dann, ne? Deswegen ran an den Speck. Hat er sich ein Eigentor geschossen? Ja, das nehme ich gerne mal mit. Geil. Ja, der kommt nicht mehr weg und ich kann ihn die ganze Zeit rammen jetzt. Ja, dann kriege ich die ganze Zeit Items. Wie geil ist denn das? Mach weiter so, LKW. Bleib einfach da stehen, ja? Schade. Er fährt weiter. Aber ich konnte immerhin 4 Teile oder so abstauben. Alter Verwalter. So, eins brauchen wir noch. Ich hoffe mal, dass ich nicht nochmal zurückfahren muss. Das werde ich mir nämlich nicht verzeihen. Und ich glaube... Oh Gott, ja. Aber ich hab mehr Zeit. Ich habe Zeit, um zurückzufahren. Ich muss auf die Stube drücken. Ich nehme hier mal die Abkürzung. So. Jawohl. Aber es ist... Es ist nicht dasselbe Springfield, wo... Also, die wohnen hier zwar schon irgendwie, aber mir kommt das total anders vor. Also, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung irgendwie. Vom Aufbau her und alles, ne? Vielleicht haben sie das irgendwie ein bisschen umgebaut oder so. Ich erkenne irgendwie gar nichts. Doch, es ist nur dunkel, ne? Ich bin einfach nur blöd, glaube ich, Leute. Mir ist das nicht. Ich bin einfach nur bescheuert. Ja, doch, die ist die Tankstelle, ja. Alles dasselbe. Ich bin einfach nur zu blöd gewesen. Weil ich war dann noch nie direkt, wo ich eben gerade war. Oder ich habe mir das einfach nur nicht gemerkt. So, okay, Mission erledigt. Oder? Oder kommt noch was? For a busybody housewife, you sure get results. That crop circle's at Cletus's shack. Now, if you'll excuse me, I have a truck full of donuts to eat. I'm gonna need a lot of coffee. Okay, das war echt, das war's mit der Mission. Ja, und der ballert mir auf dem Ab hier, dieses Scheißvieh. Was ist denn das hier? Also so nicht. Nebenbei immer WhatsApp gucken, ne? Während die sprechen, ich höre gar nicht zu. Aber die Texte erklären sich ja von selber, das ist ja nicht viel. So, warte mal kurz. Hab ich irgendwas bekommen oder so? Nö. Professionalität hier ever, also... Da ist ein Gronk, nix gegen mich. So, okay. Auf zur nächsten Mission. Ich werde mir die jetzt einfach mal merken. Es sind 7 Missionen, wir haben jetzt eine schon mittlerweile geschafft. Ich werde mir das einfach mal merken, die Anzahl. Damit ich auch ganz genau weiß, wann ich jetzt von der Welt wieder wegkomme oder so. Und ich habe es immer überlegt, Leute. Ich werde nicht nochmal die Bonusmissionen spielen, also die Wettrennen. Das gebe ich mir nicht, das ist so schwer, glaube ich. Das würde das Let's Play nur weiter in die Länge ziehen und das möchte ich ungern noch länger dann halt, als es nötig ist, Let's Playen. Deswegen, nö. Aber ich habe gerade die ganze Zeit 60 Frames. Das hatte ich das letzte Mal nicht. Finde ich Oberaffentitten geil. So, jetzt gebe ich mal ein bisschen Speed. Und jetzt müssen wir mit Kletus talken oder Kletos oder wie der mal heißt. Wir können mich gerne wieder korrigieren. Das macht ihr mal ganz gerne. You ain't taking pictures of our decrepitude for no magazine, no way. No, Cletus, it's me, Marge. 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 Wie findet ihr das eigentlich, dass die alte Sprecherin gestorben ist und dass jetzt Anke Engelke, ich glaube, so heißt sie, ne? Sie macht auch Comedians im Fernsehen und so, die hat die deutsche Synchronsprecherin von March. Man gewöhnt sich dran, ne? Also ich komme mit der jetzt total klar. Ich meine, das ist ja auch schon länger so. Aber ich fand, die alte hat irgendwie ein bisschen besser gepasst. Die allererste Synchronsprecherin. Ach, schon wieder sowas. Mit einsammeln.
Hat euch das genauso aufgeregt damals, wo das dann halt gesagt worden ist? Oder habt ihr einfach... Habt ihr das einfach so hingenommen? Ja, egal. Also mich hat es auch nicht so heftig gejuckt, weil ich die Simpsons auch nicht mal so heftig verfolgt habe. Da, wo es mal gelaufen hat oder so auf Pro7, hat man sich das einmal angeschaut, aber sonst nicht unbedingt. Oh, ich verliere ihn und so noch die Bullen. Okay, Mission Restart, da bin ich total rausgekommen. Ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Da dachte ich jetzt hier, da fährst du mal über die Felder, nimmst mal eine Abkürzung, ne? Vielleicht packst du das ja, aber da habe ich so viel mitgenommen, dass mich die Polizei verfolgt hat. Aber sie hat mich verhaftet. Oh Gott, jetzt ist schon wieder so weit vorne, weil ich das Päckchen einsammeln musste. Ich sollte echt lieber dann ihnen weiter folgen, dann das nächste Mal versuchen, ein Päckchen zu nehmen, als Zeit zu verschwenden, indem ich das blöde Päckchen hinter mir einsammle. Das nehme ich jetzt einfach mal nicht an mich, weil das einfach viel zu weit weg war. Oh, was baut denn der hier? Meine Güte. Hä? Ach, weil ich ein Item verloren habe. Das kannst du mir jetzt ja wohl nicht erzählen, oder? Ich habe letztes Mal schon so gecuttet, die letzten Aufnahmen, weil die Missionen einfach alle so kacke waren und weil es immer so rumgesponnen hat. Marge Simpson, at your service. Aber das cutte ich jetzt nicht raus. Ich muss alle Items, muss ich wieder... Ich darf keins verfehlen. Es ist echt schwerer, als ich gedacht habe. Ich muss einfach Glück haben und ich muss dann immer auf den Fersen bleiben. Weil sonst weiß man ja mal nie, wo der die Items rauslässt, wo nicht, ne? Das ist immer die Sache. Ist nicht so einfach. Oh nein, warum muss das so kommen? Ich finde das total unfair. Habe ich wieder ein Item verloren? Nein. Da droppt er das. Oh Gott, was baue ich denn da hier für einen Mist? Jetzt muss ich aber ordentlich Gas geben. Komm schon. Das hat wieder ein Item gedroppt. Ja, hier. Ich finde das ja mega, gerade hier drin. Also ich meine, der Weg ist zwar schmal, aber man fährt hier so gegen die Wände, das ist heftig. So, jetzt muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren. Oh, die Bullen schon wieder. Ich hab doch gehört, nein, warum kann ich nicht umfahren? Wie dumm bin ich eigentlich? Komm schon, aber ich darf mich nicht... Das muss noch drin sein, ich muss da noch hinterherkommen hier. Ich darf nur nicht die ganzen Items verprassen. Ja, also... Oh nein, schaffe ich das? Immer wenn ein Item drop steht, muss ich vorsichtig sein und gucken. Wo der denn jetzt genau lang fährt. Ja, noch droppt er keins. Doch, da droppt er. Die Bäume kann ich kaputt fahren. Ich hoffe einfach mal, dass ich ihn nicht noch überholen muss, sondern nur die ganzen Items einsammeln muss. Und immer dranbleiben, ne? Das ist ja nicht so schwer. So, komm schon. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Jawohl. Okay, das war eine durchaus anspruchsvolle Mission, aber eine sehr kurze. Und wenn man erstmal drin ist, dann hat man es auf jeden Fall raus. So, das war jetzt Mission Nummer 2, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder geht es noch weiter? Wie die rennt. Wie so ein Zombie oder so. But I ain't telling you nothing less than you help us with the harvest. Harvest?